zurück aus der Pause. Ich habe jetzt erstmal Raphael losgeschickt, um eine Umfrage zu starten, wie die Berliner denn so die Berlinale finden. Genau so sieht's aus. Ich mache mich jetzt auf den Weg und frage die Berliner und Berlinerinnen, wie sie denn zur Berlinale stehen. Berlinale ist in Berlin. Wie stehst du dazu? Interessantes Ereignis. Ich war vor 2 Jahren mal da und habe mir auch 2 Filme angesehen. Ich finde, welche? Glück war das eine. Das ist eine Verfilmung von der Ferdinand von Schirach-Geschichte gewesen. Und an den anderen Titel kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, cool. War gut? Der Film war okay, aber also ich war jetzt am Alexanderplatz und da hat man nicht viel von dem Glamour mitbekommen. Das war eigentlich eher ein Kinobesuch. Bist du dieses Jahr nicht dabei? Nein, ich glaube nicht. Berlinale ist in Berlin. Wie stehst du dazu? Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Warum? Ich bin nicht so der Prominent-Geier, weiß ich nicht, ist nicht so mein. Film gucken auch nicht? Hab noch nicht mal einen Fernseher Filme zu Hause. Noch nicht mal mehr das? Nee, ist so ein Fernsehen verblödet im Moment. Also, Filme guckst du schon? Filme gucke ich ab und zu, ja. Was guckst du gerne? Na, im Moment gucke ich gerne Serie, also ich gucke sehr gerne Serie, im Moment gucke ich gerne Dexter. Ansonsten gucke ich Actionfilme, bisschen Comedy ganz gern oder Horror ganz viel. Aber zum Beispiel George Clooney und auch Channing Tatum sind gerade in Berlin, wie interessiert dich das? Sind Menschen. Ich habe für George Clooney mal Cocktails gemacht und habe mich sogar mit ihm mal unterhalten. Also, ja, gerade ist er hier. Ja, ich muss mal wieder Hallo sagen. Ja, mach mal, geh mal vorbei. Alles klar. Ja. Viel Spaß. Ja, danke. Ciao. Jetzt in Berlin. Ja. Wie findest du es? Deswegen bin ich hier. Echt? Ja. Wie geht's jetzt hin? Ich bin ein Filmmensch aus München und bin zur Berlinale hergekommen. Ach cool, was machst du so? Wir machen Fernseh- und Kinofilme. Welchen Film stellt ihr da heute aus oder in den nächsten Tagen? Wir haben demnächst Premiere in München mit Der geilste Tag. Ach. Und wir sind hier, um neue Projekte anzuleiern, Menschen zu treffen, auf der Straße interviewt zu werden. Ja, du bist natürlich genau hier richtig. Vielen Dank und viel Glück weiterhin. Gerne. Bis dann. Ciao. Das war es leider schon wieder von mir. Es geht aber munter weiter jetzt mit Raquel. Danke, Raffi. Schöne Umfrage. Ich treffe jetzt erstmal den Regisseur und den Hauptdarsteller von dem Film Jonathan. Jonathan erzählt in kraftvollen Bildern die dramatische Geschichte einer Familie, deren streng gehütetes Geheimnis nach und nach an eine Oberfläche aus Schweigen und Vergessen drängt. Ich sprach mit dem Regisseur. Jetzt sitzt hier der Drehbuchautor und Regisseur von Jonathan aufgeregt. Und wie? Weil du hast ja schon etliche Auszeichnungen bekommen, unter anderem 2013 als Götter wie wir hast du einen Fernsehpreis bekommen. Und heute ist die Premiere von Jonathan. Wie sehr fühlt es sich an? Fantastisch. Aber wie gesagt, ich schlafe schon seit ein paar Tagen oder Nächten nicht mehr. Ich liege nur wach im Bett und denke so, was kann alles schief passieren? Also momentan sind die Nerven wirklich so, Also die Anspannung ist extrem hoch jetzt momentan. Ja, so kurz vor der Premiere. Jetzt erzähl uns mal über den Dreh. Also das Drehbuch entstand aus deinen Federn. Wie kam es zu dieser Idee? Das ist extrem schwer, das zu beantworten. Ich glaube, das kann kein Drehbuchautor richtig beantworten, ohne lügen zu müssen. Ich glaube, ich habe einfach bestimmte Themen aufgegriffen, die ich interessant und wichtig finde zu erzählen. Und das war sozusagen was mir geholfen hat. Und ich wollte auch einen Film machen, den ich gerne auch sehen würde. Vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen schräg, aber das ist das, was mich interessiert und reizt. Ich dachte vielleicht, Janis spielt ja ein junger Herr, das ist vielleicht basierend auf einer wahren Begebenheit, so ein paar Sachen sind. Es ist, sagen wir es so, das Drehbuch ist sehr persönlich und es basiert auf etwas, was tatsächlich passiert ist. Aber da will ich nicht zu tief eingreifen, weil man glaubt dann automatisch, dass es autobiografisch ist und das ist es nicht. Mhm. Also, aber es ist sehr persönlich, wie ich gesagt habe, und das ist, glaube ich, das, wovon wir auch alle Energie
Energie geschöpft haben. Dass es so intim war, sehr, sehr intensiv, also so wie das Leben selbst. Genau, und dann dein Cast ist ja auch grandios, André Hennecke, Barbara Auer. Wie sehr hat es sich gefreut, dass dann, ja, jetzt läuft der Film. Als ich zum ersten Mal André begegnet bin, das war eine unglaubliche Begegnung, weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, das Drehbuch ist für mich bestimmt. Ich weiß genau, dass ich das gut machen kann. Ich wusste, dass wir uns begegnen. Also das war wirklich, ich kannte ihn vorher nicht und ich war erstmal so erschrocken. André hat unglaublich viel Energie, der hat so ein Aura um sich herum und das beeindruckt, beeinflusst und dann dachte ich mir, oje, aber eigentlich spielst du einen krebskranken Menschen, der stirbt. Also ich brauche diese Energie nicht. Also die Begegnung war tatsächlich sehr, sehr intensiv und schön und es hat sich auch richtig angefühlt, also von Anfang an. Du hattest jetzt 4 Tage keinen Schlaf, weil heute die Premiere ist, aber die Berlinale geht noch 10 Tage lang, also 14 Tage kein Schlaf, das macht man für die Berlinale, genau? Ich hoffe nicht. Ich bin dann tot, wie wahrscheinlich alle. Nein, irgendwann mal muss ich schlafen. Ich hoffe, ich schlafe nicht bei der Vorführung, bei meinem eigenen Film. Aber ich habe den wirklich, keine Ahnung, 100 Mal gesehen. Also ich kann auswendig alles, inklusive Mimik, Schnitt, Elemente, alles ist im Kopf so tief gespeichert. Ich bin mir sicher, dass du bei dem tosenden Applaus, der dir erwartet, wieder aufwachst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Dankeschön. In der Rolle des sensiblen Jonathan, der versucht, seine Welt zusammenzuhalten, ist Janis Niewöhne. Und es ist mein erster Film, der auf der Berlinale läuft und deswegen nochmal doppelt aufregend. Woher kommst du eigentlich? Ich komme aus Krefeld. Genau. Also und meine ganze Familie kommt aus Duisburg, aus dem Ruhrpott. Und das ist meine Heimat. Und jetzt wohne ich aber seit fast über fünf Jahren in Berlin auch. Okay, aber dann bist du trotzdem der Star da in Krefeld, bestimmt, wenn du wieder nach Hause kommst. Ach ja, naja, so bezeichnet man sich ja selber nie. Aber vielleicht, ja, der jetzt irgendwie schauspielt halt. Und andere machen was anderes, ja. Was liebst du denn so an Berlin? Viel, sehr viel. Also ich liebe meine Heimat, ne, und wollte aber da einfach irgendwann auch raus, weil ich was anderes sehen wollte. Und Berlin ist einfach sehr viel und dementsprechend viel liebt man auch. Und es ist so unterschiedlich, hat ganz viele unterschiedliche Ecken. Ich habe hier viele Freunde gefunden. Ich lebe aber auch in Lichtenberg, also in einem sehr ruhigen, kleinstädtischen Bezirk eigentlich. Hab's dann aber nicht weit weg irgendwie, wenn ich mal dahin will, wo was los ist, wo... einfach tolle, freakige Orte sind. Und was ganz toll ist, jetzt Berlinale und du bist mittendrin, ist ein tolles Gefühl, nicht wahr? Ja, super, auf jeden Fall. Also es ist natürlich einfach ein wahnsinnig großes Festival und dann kommt man zusammen und es ist ja auch für mich, ich bin ja schon relativ lange dabei, aber mehr und mehr kommt man ja so rein in die große Familie, die das ist und das ist immer schön eigentlich, da allen zu begegnen und dann kann man auch den ganzen Trubel, der da herrscht, auch genießen, weil man wirklich viele Leute wieder trifft, mit denen man zusammenarbeiten und entwickeln will und sich einfach freut, wiederzusehen. Ich kannte dich noch nicht, aber ich habe dich sofort auf den roten Teppich bei der Hail Caesar-Premiere gesehen. Ja, genau, da war ich, ja. Hast du mit George Clooney sprechen können? Na klar, wir haben uns nachher noch ein paar Drinks gegönnt. Nein. Ich hab's dir geglaubt. Nee, leider nicht. Demnächst, die nächste Berlinale. Kommt, genau, hat ja Zeit. Okay, ich wünsche dir viel, viel Erfolg, sieh gut aus und bis aufs Weitere, ne? Ja, bis dann, vielen Dank. Danke. Während auf dem roten Teppich der Film Midnight Special Red Carpet with Kirsten Dunst, Michael Schernen stattfand, war auch im Ritz-Carlton mächtig was los. Weiter geht es mit der Berlinale. Jetzt bin ich auf der Movie Meets Media Party und was hier so passiert, das sehen wir jetzt. Regina Halmich erzählt mir, über was man denn so tratscht. Spricht man an so einem Abend auch über andere, über ihren Klamottenstil, was sie heute tragen? Also man guckt schon rechts und links, was einfach die anderen tragen. Ich denke, diese Neugierde, die ist einfach ganz natürlich. Und dann denkt man sich so seinen Teil oder es geht auch mal hin. Also ich zum Beispiel, wenn ich was ganz toll finde, ein Outfit, dann gehe ich auch mal zu der Frau hin und sage, ich finde es toll. Naja, bei der Dame kann man nicht von toll sprechen. Nun ja, ist ja auch Geschmackssache, gell?
Das ist Ex-Bachelor Christian Tix. Und verfolgst du den Bachelor? Also mir geht's gut und ich verfolge auch den Bachelor. Ich wollte mich eigentlich heute mit Leona treffen, aber noch haben wir es nicht geschafft. Mal gucken, ob es nachher klappt. Ach, wir sind schon längst zurück. Du weißt vielleicht mehr, als was wir wissen. Nein. Ich weiß nichts. Okay. Und wahrscheinlich ein paar Damen, die mit dir in deiner Staffel waren, wirst du vielleicht hier auch sehen. Freust du dich darauf? Wer denn? Weiß ich nicht. Lass uns überraschen. Ja, ich lasse mich überraschen. Okay. Und dann sage ich, ob ich mich gefreut habe oder nicht. Okay, dann komm zurück. Ja. Dann halten wir mal Ausschau. Vielleicht sieht er ja eine. Spätestens im Dschungel. Ein Bachelor, der jetzt verheiratet ist und das schon ziemlich lange, ist dieser hier. Wie geht es Ihnen? Gute Frage. Ihnen? Gut. Dann geht es uns beiden gut. Sagen Sie mir, Berlinale, ist das auch eine der wichtigsten Zeiten für Sie? Berlin. Brandenburger Tor. Sehr wichtig. Und wenn Sie mal hier sind, gucken Sie TV Berlin? Ich gucke nichts anderes, aber nicht mal das. Vielen Dank, schönen Abend. Bei TV Berlin hatte sich dieser junge Herr vor Jahren beworben. Hast du das aufgenommen? Ja, ich habe mich so oft bei denen beworben und irgendwann kam eine E-Mail zurück, schreib uns nicht mehr. Aber du warst ja bei der Castingshow Wer wird Millionär? Das ist ja keine Castingshow, das ist ja eine Wissensshow. Ja, und du wusstest genau viel und jetzt bist du hier als für wen unterwegs? Für RTL 2. Ja, was machen wir mit Verena Kehr? Die kommt da gerade angelaufen, da wird ich komplett reinlaufen. Mein einziges Selfie des Abends war mit dieser Dame. Ich habe versprochen, dass ich ein Selfie mit Ihnen mache. Dürfte ich ein Selfie mit ein Foto mit Ihnen? Ja, gut, bitte. Annemarie Eifeld erzählt mir von ihrer neuen Single Dein Herz ist eine Geisterstadt. Es soll auf jeden Fall ein Tanzflächenfüller werden, ob Sommer oder Winter, das sei mir völlig egal. Ach so, Tanzflächenfüller nennt man das hier. Ja, okay. Ja, ich sag das immer gerne, so Tanzflächenfüller halt. Einfach so ein Song, wo die Leute Lust haben zu tanzen, sich zu bewegen. Schauen wir mal, ob bei ihrer Musik die Leute genauso ihr Tanzbein schwingen wie bei der Movie Meets Media Nacht. Schöne Feier. Ich bin jetzt am Ende der Sendung angelangt und ich sehe euch in ein paar Tagen wieder.